Die Theorie, dass Ditto in Wahrheit ein fehlgeschlagener Versuch ist, Mew zu klonen, dürften viele von euch ja mittlerweile kennen. Für alle, die es aber noch nicht tun, möchte ich das in diesem Video noch einmal kurz zusammenfassen. Wie wir ja alle wissen, gab es eine Gruppe Wissenschaftler, die versucht haben, Mew zu klonen, das stärkste Pokémon aller Zeiten zu erschaffen, wie man sowohl im ersten Pokémon-Film als auch auf der Zinnoboro-Insel der ersten und dritten Generation erfährt. Dieser Versuch endet im ersten künstlich erzeugten Pokémon aller Zeiten, in Mewtwo. Wie wir aus der Realität wissen, funktionieren die wenigsten Experimente beim ersten Versuch und so könnte bei einem früheren Klonversuch sehr gut Ditto entstanden sein. Dies wird sogar durch einen Eintrag in einem Forschungstagebuch auf der Zinnoboro-Insel, dem Ort, an dem Mewtwo geschaffen wurde, untermauert, welcher aussagt, dass Mewtwo der erste erfolgreiche Klonversuch war, was ja bereits impliziert, dass es zuvor schon missglückte Versuche gegeben hat. Für die ganze Theorie gibt es auch einige Indizien. Schauen wir uns Ditto einmal genauer an. Es ist nicht nur, neben Mew, das einzige Pokémon, das sich asexuell reproduzieren kann, es befindet sich auch in einer amorphen Phase, ähnlich einer Stammzelle. Stammzellen sind beim Vorgang des Klonens nahezu unvermeidbar und ebenso werden sie auch beim Klonen von Mew benötigt worden sein. Doch halten wir erst einmal alle Fakten fest, die wir haben. Ditto und Mew teilen sich nicht nur einen sehr ähnlichen Farbton, sowohl in der normalen als auch in der Shiny-Version, sie haben auch ein identisches Gewicht von 4 Kilogramm und sogar dieselben Base-Stats. Mew beinhaltet die DNA aller bekannten Pokémon und Ditto kann sich mit allen, außer den legendären Pokémon, fortpflanzen. Was für mich aber die Theorie so gut wie bestätigt, ist der Fundort von Ditto in Pokémon Gelb, die von Nintendo selbst als die endgültige erste Generation bezeichnet wird. Dort gibt es für Ditto nämlich zwei Fangorte, das Pokémon-Haus und die Azuria-Höhle. Ich denke, mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht mehr sagen. Im Pokémon-Haus wurde Mew geklont und Mewtwo geschaffen und die Azuria-Höhle ist Mewtwos Lebensraum nach seiner Flucht. Für mich sind das zu viele Zusammenhänge, als dass das alles Zufall sein kann, aber was denkt ihr? Habt ihr noch weitere Zusammenhänge, die ich vergessen habe zu nennen oder die die ganze Theorie sogar dementieren? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, wird mich wirklich interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat, trotz meiner noch etwas wackengeschädigten Stimme. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonnieren nicht vergessen, checkt meinen Let's Play-Kanal aus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.